Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Nur zwei Tage nach dem 122:119 Erfolg gegen die New Orleans Pelicans verloren die Mavericks das Auswärtsspiel bei der Mannschaft um Superstar Anthony Davis knapp mit 112:114. Dabei führten die Texaner fast die gesamte Spielzeit über, zeitweise mit 15 Punkten. Die Pelicans kamen nie auf mehr als drei Zählerweg, aber das reichte am Ende dennoch für den Sieg. Für den Meister von 2011 war es die siebte Niederlage in den vergangenen acht Spielen. Der 40-jährige Nowitzki kam in 11:21 Spielzeit auf 11 Punkte sowie einen Rebound. Nationalspieler Maximilian Kleber steuerte als Starter in etwas mehr als 29 Minuten auf dem Parkett 7 Zähler, 3 Rebounds sowie 4 Assists bei. Bei den Pelicans lieferte Davis mit einem Saisonbestwert von 48 Punkten und 17 Rebounds in knapp 43 Minuten eine Show ab. Der 25-Jährige traf 43 Sekunden vor Schluss zur Entscheidung. Die Karrierebestleistung von Nachwuchsstar Luka Doncic, 34 Punkte, reichte den Mavericks nicht. Dennis Schröder überzeugt bei Sieg der Oklahoma City Thunder. Dennis Schröder überzeugte beim 118:102 Sieg der Oklahoma City Thunder bei den Phoenix Suns mit 20 Punkten, 4 Rebounds und 6 Assists. Der Nationalspieler wurde an der Seite von Russell Westbrook 40 Zähler, erstmals in dieser Saison länger als 39 Minuten eingesetzt. Die Los Angeles Lakers mussten sich ohne den verletzten Superstar LeBron James Leistenzerrung im Derby gegen die Los Angeles Clippers mit 107:118 geschlagen geben. Die beiden deutschen Rookies Moritz Wagner und Isaac Bonger kamen nicht zum Einsatz. Beide Teams aus der Stadt der Engel bleiben sicher auf Playoff-Kurs.